Hallo Freunde und willkommen zurück zum neuen Video. Diesmal wieder am Start mit Call of Duty Black Ops Cold War. Bist du noch da, Bell? Da sind wir wieder. Jo. Letztes Mal haben wir hier aufgehört. In diesem Militärunterschlupf, was auch immer. Na los, Bell. Hier können wir uns erstmal noch eine Pumpgun mitnehmen, die nehmen wir mit. Splittergranaten kann man auch aufstocken. Mitnehmen, vorratsmäßig. Und ja. Dann gehen wir mal als nächstes hinter dem Typ hinein. Willkommen zu einem weiteren Tag in Camp Haskins. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Du bist hier ziemlich sicher. Ja, es hört sich gut an, dass wir hier sicher sind. Hey, Butcher! Was macht der Arm? Tut immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Sieht auf jeden Fall auch sehr sicher aus, würde ich mal behaupten, wenn hier überall Soldaten sind. Jo, Heli ist auch genug zum Abhauen. Passt. Also alles chillig. Jetzt werden wir mal gucken, welche Aufträge er für uns hat, beziehungsweise welche Missionen wir als nächstes machen müssen. Und dann, denke ich mal, gehen wir dahin und machen die Mission. Als erstes in Heli steigen. Jo. Dann wollen wir mal. Hey Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja. Deshalb soll alles hier oben rein. Bell, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig. Wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Badger 9-1 ist abflugbereit. Badger 9-2 ist bereit. Badger 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los! Gas geben und hochziehen! Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr ab. Ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil? Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Nähern uns jetzt dem Dorf. Roger, richten eine Landezone ein. Raketenwerfer! Schock 2, einheizen! Da, im Glockenturm! Scheiße, ja! Jetzt auf jeden Fall richtig Action am Start mit Geschütz, was wir bedienen müssen. Und auch Gegner treffen müssen, wenn ich welche sehen würde. Ach da. Ziehen wir es durch. Dann ziehen wir es mal durch, wie wir schon von ihm gehört haben. Dann let's go. Rein in die Suppe. Bist du sicher, Edward? Die Straßen sind nicht gerade leer. Eure Priorität ist die Sicherung von Daten. Ah ja, als ob die Nate mich ge... Ja, ich war absolut weit weg, meiner Meinung nach, aber gut. Egal, wir müssen es halt nochmal machen. Werfen wir direkt mal eine Nate da rein. Eure Priorität ist die Sicherung von Daten. Hier,
Bastard gesehen. Ja, müsste soweit clear sein eigentlich, oder? Du gehst vor. Ja. Kann ich einsteigen? Ne. Die Frage ist, müssen wir jetzt hier durchs Fenster? Immer weiter vorwärts, ihr seid nah dran. Ach, hier sind noch welche. Moin. Achso, das ist unser Kumpel. Gehen wir hier mal nach oben. Die sind von uns. Automatische Sturmgewehr hätte mir natürlich jetzt mehr gefallen. Okay, rein, Burstwaffen sind nicht so meins. Aber gut. Kann ich ja drauf? Nee. Haben wir soweit. Hier können wir uns nochmal Muni holen, das ist gut. Haben wir soweit auch. Ist halt die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Achso, ich habe da oben im Punkt gar nicht gesehen, dann kann ich doch hier einfach lang gehen. Das ist doch gut. So ein Orientierungspunkt, wo ich lang gehen muss. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Bin direkt hinter dir. So, die hätten wir die erste Etage auch geklärt. Fast geklärt. Soweit auch alles sauber. Da müssen wir dann gleich durch. Vorher will ich aber noch mal gucken, ob es hier irgendwie noch was gibt. Also was Wichtiges, was jetzt nichts mit Muni zu tun hat. Aber anscheinend gibt es hier soweit nichts mehr. Ja, gut. Dann können wir hier durch. Wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Hörst du das? Du bist dran, Bear. Öffne die Tür. Wie er es gerochen hat, dass da von einer kam. Adler. Von der rechten Seite. Sowjets vor Ort. Sicher? Tja, ich habe zwei Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Bear, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. Komm euch jetzt einsammeln! Gut, dann haben wir die Daten. Das Alles klar, zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht! Wichtig zu sein für unsere Mission. Oh, geil gesehen. Habe ich einfach in eine falsche Richtung geguckt, man kennt. Los, zurück zum Vogel. Wetter 9-1, hier Ripcord. Stehen unter schwerem Beschuss. Vietcong brechen durch. Wie ist der Status? Wir kommen, Ripcord. Mach die Fracht frei für Transfer. Roger 9-1. Wir halten die Fracht so lange wie möglich sicher. Ripcord Ach, Ende. So, da sind wir drin und können nach Hause fliegen. Das ist gut. Wetter 9-1 ist in der Luft. Ach, ich kann jetzt sogar selbst gehen, das ist nice. Sind überall Vietcong, keine Zivilisten hier. Wie steige ich denn hier aufwärts mit dem Heli? Raketen. Achso, ich soll auf der Höhe anscheinend bleiben. Na gut. Der Heli ist Schrott. Du hast ihn erwischt. Gut gemacht, Bell. Wenn die uns einen Halt hinterher schicken, wird sie wohl echt angepisst, dass wir die Daten haben. Das war close. Da sind wir fast an eine Wand angestoßen. Hier ist Beta 9-1. Wir sind im Anflug.
beziehungsweise an den Hügel vom Berg oder halt so. Jetzt weiß ich nicht, wo ich angemeldet werde. Aber ist anscheinend noch so alles unter Kontrolle. Halbwegs zumindest. Ach da, L1 ist sinken. Ach, und R1 ist aufsteigen. Ach so. Gut. Hätte ich natürlich schon eher sehen können, habe ich jetzt nicht. Aber wir sind jetzt zum Glück auch so durchgekommen. Achtung, wir haben mehrere Vögel in der Luft. Schießt vorsichtig. Der Feind hat sich rings um den Hügel verschanzt. Und jetzt sind wir dessen unsere Teammates, das ist gut. Zu welchem Team die gehören, wird ja nicht immer direkt angezeigt, leider. Das wird ja dann immer erst, wenn ich mit dem Scope drauf bin, angezeigt. So wie bei dem jetzt. Schalte die Ziele aus! Gute Arbeit! Badger 9-1, unsere Aufklärer melden eine erhebliche feindliche Truppenstärke aus Richtung Süden. Wir müssen die Feuerschutz. Was? Das Feuernaufkommen? Ja! Ich hab gedacht, Teambeschuss ist aus. Also, dass ich die halt nicht töten kann, meine Teammates. Toll. Das hätte ich auch mal eher wissen können. Aber egal. Wir haben mehrere Vögel in der Luft. Schießt vorsichtig. Der Feind hat, wenn ich eben nicht wusste, weiß ich halt jetzt. Wenn wir die Stellungen nicht ausschalten, können wir auch dann jetzt verbessern bei dem 2. Mach sie fertig. Durfte anscheinend da eben nicht drauf schießen. Aber gut. Badger 9-1. Unsere Aufklärer melden eine erhebliche feindliche Truppenstärke aus Richtung Süden. Wir müssen sie abfallen. Verstanden, Ripcord. Frage ist, von wo werde ich jetzt... Hä? Ich sehe es einfach nicht. Ach, egal. Aber wir haben neue Ziele zum Zerstören. Schalte die Luftabwehrtrucks aus. Gute Arbeit. Badger 9-1, Sie dringen durch das Haupttor ein. Wir halten nicht mehr lange durch. Durchhalten, Ripcord. Wir sind auf dem Weg. Feuer auf den Panzerwagen. Da können wir einfach mal reinhalten. Mit unserer Raketensalve. Badger 9-1, Landefreigabe erteilt. Und jetzt dürfen wir landen. Perfekt. Und das Landen macht es automatisch, das ist sehr gut. Nicht, dass ich da hätte irgendwas schief gemacht, falsch gemacht, wie auch immer. Dann wäre es vielleicht noch in die Hose gegangen. Aber so jetzt in dem Fall nicht. Danken Sie nicht mir, danken Sie Bell. Er hat uns ein scheiß Telefonbuch voller russischer Daten beschafft. Gehen wir, jetzt! Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das ein Witz sein, Adler? Eine Absicherung, mehr musst du nicht wissen. Sind wir schon so verzweifelt? Noch nicht. Ich kehre nach Camp Haskins. Haskins, was auch immer, zurück. Da sind unsere Teammates tot. Und der Heli stürzt einfach ab. Unser Teammate fliegt raus, wir waren zum Glück noch drinne. Doch Perseus wusste es. Und haben anscheinend, ja. Bell, Status! Uns geht's gut! Fuck! Bell, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden! Ja, über Kopf schießen, man kennt über Kopf schießen. Mach ich auch so auf dem Multiplayer. Luftunterstützung! Bell, ruf die Vögel! Schnapp dir eine Waffe! Halte sie uns vom Hals! LMG-Action, jetzt geht's ab. Dann wollen wir mal. Dann kommt mal ran hier. Da ist wieder eine Granate. Ja, wieder hinter den Stein, hinlegen. Ja. Wusste ich, dass das schief geht. Aber ich musste vor der Granate abhauen. Weil die lag nicht so nah genug zum Wegwerfen.
aber eben auch nicht weit genug weg, um nicht gehittet zu werden. Aber gut, dann machen wir es halt nochmal. Wo ist die Luftunterstützung? Muss ich auf jeden Fall mal kurz warten. Bin ich gleich los. Mist! Haben Sie uns übersehen? Yo, direkt One-Shot. Das war jetzt anscheinend so geplant. Na gut. Wichtig, da wurden wir gerettet. Ob das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus. Wir haben eine Mission. Es ist nicht vorbei. Noch lange nicht. Das denke ich nämlich auch. Wir haben jetzt die Mission, denke ich mal, soweit beendet. Beziehungsweise erfolgreich beendet, weil wir haben ja die Infos. Ich bei der Gedächtnisgruppe. Naja. Edler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie wohl. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden sie es bald heraus. Das werden sie nicht zulassen, Hudson. Sagen sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. CIA-Unterschlupf E9, die Landebahn. Einer sticht im Besonderen hervor. Anton Volkov. Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in Ost-Berlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab. Locken ihn aus seinem Versteck. Mason und Woods erledigen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns. Bereit machen, wir rücken aus. Die Frage ist... Der MI6 ist Volkov schon seit einigen Jahren auf der Spur. Es wäre mir eindeutig lieber, ihn gefangen zu nehmen, statt ihn zu töten. Wollte ich nämlich gerade sagen, die Frage ist, ob ich eine neue Mission wählen kann. Weil wir ja schon gesehen haben, kann ich eine neue Mission wählen. Kann mir also jetzt aussuchen, was ich als nächstes mache. Damit würde ich erstmal sagen, sollte es gewesen sein für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Checkt gerne die Links in der Beschreibung ab. Joint gerne auf dem Discord-Channel. Checkt gerne meinen Instagram-Account ab. Wir sind auf dem Weg zu 1400 Followern. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Und ciao.